Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Wir spielen White Knight. Ich weiß noch nicht viel über das Spiel. Ich weiß, dass es im Noir-Stil gehalten ist. Und ich habe gelesen, es soll wohl ein Leckerbissen für Leute sein, die Spiele im Stil von Resident Evil 1 mögen. Also mit fester Kameraperspektive, mit festem Kamerawinkel. Denn genauso wird es in diesem Spiel auch sein. Allerdings wird es doch auch wieder ein ganzes Stück anders sein. Denn wir werden vor allem mit Licht und Schatten dabei herumspielen und experimentieren. Und ich bin sehr gespannt. Also das Spiel besteht wirklich nur aus Schwarz und Weiß und ist halt sehr im Noir-Stil gehalten. Und es spielt eben auch damit, dass es nur aus Schwarz und Weiß besteht. Wir werden noch sehen, was damit gemeint ist. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein. Ich finde übrigens auch sehr schön hier in diesem Menü am Anfang, wenn man hier zwischen den einzelnen Menüpunkten hin und her springt. Ertönt Musik. Und je schneller wir das machen, desto schneller ertönt auch die Musik. Habe ich am Anfang erst gar nicht so richtig begriffen, als ich hier noch die Einstellungen vorgenommen habe vorher. Aber ja, irgendwann fiel mir dann auf, Mensch, das kommt ja nur, da kommt ja nur ein neuer Ton, wenn ich irgendwas drücke. Na gut, dann würde ich sagen, los geht's. Ein neues Spiel. Stürzen wir uns in die weiße Nacht hinein. Some nights are just pitch black, without stars, and without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night, back in 1938. Boston. The Great Depression tsunami was just sweeping over what was left of America. Misery, hunger, despair. Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Kapitel 1. Vom Kurs abgekommen. Oh, wir können selbst steuern. Das ist ja schön. Interaktive Credits zu Beginn des Spiels. Interessant. Wir sehen schon, der Stil, er wird so bleiben. Wir haben wirklich nur Schwarz und Weiß als Farben und alles dazwischen wird über Schraffuren und ja, Feinheiten in der Struktur des Bildes quasi nur dargestellt. Wir sehen auch, warum das Spiel Weiße Nacht heißt. Und ich bin echt sehr gespannt, wie sich das so gestalten wird. Und wie das Spiel seine Möglichkeiten, seine grafischen Möglichkeiten so ausnutzen wird. Und auch was so von der Story herauskommt. Shock was still echoing in my bones.
as the image of that girl coming out of nowhere surged back in my mind. Did I hit her? Was she dead? I couldn't remember. Thoughts were spinning in my head. I hope I didn't run her over. I hope she's still alive. Then, the pain. The terrible pain on my side. And this question. Where am I? Die Frage ist, leuchten kleine Mädchen denn normalerweise? Von einem Geist abgedrängt ins Nichts. Trotz der Schmerzen war Laufen mit den Richtungstasten noch möglich. Ich konnte den Ort mit der Leertaste untersuchen. Lustiges Tutorial. Das Mädchen auf der Straße. Der Aufprall. Ich konnte ihre Leiche nicht finden. Mal schauen, ob wir es, wenn wir es mehrfach untersuchen, ob dann andere Sprüche kommen. Kann ja sein. Nein, ist nochmal dasselbe. Okay. Gut zu wissen. Denn es gibt ja auch Spiele, in denen man irgendwelche Sachen mehrfach untersucht und dann kommen noch mehr Infos raus dabei. Muss man natürlich wissen vorher. Okay, ich nehme mal an, mit dem Auto können wir auch nichts mehr machen, oder? Es sieht nicht so gut aus, wie er das da geparkt hat. Der Wagen war so gut wie am Ende. Oh ja. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dem Stromkasten hinüber, denn wir brauchen Licht. Ohne Licht sieht's schlecht aus für uns. Der Kasten schien mit der elektrischen Straßenbeleuchtung verbunden zu sein. Okay. Keine Leiche, kein Blut. Wohin war das Mädchen verschwunden? So, das ist nochmal das, okay. Boston Daily News haben wir jetzt Artikel 1 von 60. Ich frage mich, wo wir die anschauen können. Wahrscheinlich dann in den Extras, das kann natürlich sein. So haben wir jetzt offenbar erstmal keine Möglichkeit. Ah, ich konnte mich auf die Boston Daily News als Unterstützung verlassen, die ich mit Tab auf, überprüfen könnte. Das ist schön, dass die sogar im Intro, in dem Tutorial, meine Änderungen an der Steuerung mit hier direkt akzeptiert haben. Normalerweise ist es halt auf J für Journal wahrscheinlich. Ich habe es immer auf Tab gelegt, weil ich generell mit der linken Hand ja beschäftigt bin mit BASD. Da dachte ich mir, passt das ganz gut. So, schauen wir mal rein. Habe ich sie getötet? Wer war das Mädchen, das die Straße überquert hat? Ich konnte ihr nicht ausweichen, aber ich habe nie ihre Leiche gefunden. Ich kriege ihren verzweifelten Gesichtsausdruck nicht aus meinem Kopf. Aber ich war verwundet und brauchte Hilfe. Okay, ist also mehr wie ein Tagebuch sozusagen und wahrscheinlich auch unser Questlog, nehme ich an. Das Vesper-Anwesen. Da klingelte bei mir nichts. Mein Kopf war leer und tat weh. Ein neuer Artikel für uns? Ich konnte den Namen Vesper auf dem Briefkasten erkennen. Dieser Name? Nein, seit der Aufregung schien meine Erinnerung wie ausgelöscht. Egal, wir haben keine andere Wahl, wir müssen reingehen. Offen. Wie praktisch. I was trying to collect my thoughts, but the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds. My fear of being wounded changed into an obsession. Was I about to die?
Das kann ich dir noch nicht sagen. Vielleicht bist du auch schon tot, wer weiß. Wäre auch eine Möglichkeit, dass der Unfall dich eigentlich schon umgebracht hat. Ich weiß wie gesagt nichts über das Spiel, wir werden am Ende sehen, was rauskommt. Der Arm stammte von einer Marmorfigur. So, können wir eigentlich uns schon schneller bewegen? Nein. Also wir können uns dann im späteren Verlauf des Spiels wahrscheinlicherweise schneller bewegen, denn ich glaube, ich habe eine Sprint-Taste mit zu belegen gehabt. Zu verkaufen. Das Schild sah genauso alt aus wie das Haus. So, schauen wir mal kurz da drüben bei dem Brunnen nach. Vielleicht können wir ein bisschen Wasser abgreifen. Nein? Doch. Zeichen war bloß vor dem Baum versteckt. Es war ein ziemlich tiefer Fall. Der Eimer fiel mindestens ein Dutzend Meter in die Tiefe, ohne Hoffnung darauf, ihn bergen zu können. Das bereits für eine Vorahnung zu halten, ist vermutlich Aberglaube, aber ich fühlte mich eindeutig unwohl. Dieses Zeichen hier hinten am Baum interessiert mich aber. Das sieht nicht normal aus. Von diesem unbekannten Symbol ging eine mächtige Aura aus. Okay. Klingt ja spannend. Ich bin auch sehr gespannt. Also es soll in die Richtung Horror gehen in diesem Spiel, aber nicht auf eine Zombie- und Monsterart, sondern eher so ein Psycho-Horror, dass man schon Angst vor der Dunkelheit bekommen soll, sozusagen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Weil ich eigentlich nicht so der Typ für leichtes Erschrecken bin, sozusagen. Mal gucken. Also ich meine, Schockeffekte, klar. Aber gerade was so Psycho-Horror angeht, bin ich eigentlich nicht so empfindlich. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das läuft. Also zumindest, ich weiß ja, viele Leute, die so Horror-Genre mögen, haben ja Amnesia total hoch gelobt. Und ich muss ja zugeben, ich habe es noch nie durchgespielt. Aber den Anfang davon habe ich schon mal gespielt, die ersten paar Stunden. Und ich glaube, ich denke dann einfach zu praktisch und denke mir dann, es ist ja eh nur ein Spiel. Und denke dann zu sehr an Spielmechanismen, um mich dann auf den Horror einzulassen. Mal sehen, wie es hier wird. So, könntest du einen Kamerawechsel erzeugen? Ja, danke schön. Oh, ich würde so gern schneller laufen, aber es geht nicht. Alte und modrige Bretter, die von der Front des Hauses abgefallen waren. Ich nehme aber an, hier draußen wird auch nicht so viel sein, ne? Hier ist schon wieder eine Mauer, oder eine unsichtbare Mauer zumindest. Gut, wir schauen uns nochmal die Statue hier hinten an. Diesen kleinen Friedhof. Sieht ja zumindest aus wie ein Friedhof. B. Norman. Dieser aus dem Nichts erscheinende Name war beunruhigend. Der Name beunruhigt dich? Junge, komm mal wieder ein bisschen runter. Sei mal ein bisschen rationaler. Ich meine, das ist ein normaler Name. Margaret Vesper. Geborene Venter Cross. Der Name Margaret Vesper auf dem Grabstein schien die Ewigkeit selbst herausfordern zu wollen. Wer war sie? Das Grab sah abschreckend wie eine verlassene Gruft aus. Was für eine finstere Gartendekoration. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sich seinen Privatfriedhof direkt in den Garten des Anwesens setzen kann. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und das sieht aus wie ein Taufstein, kann das sein? Das ist aber irgendwie unpassend auf dem Friedhof, oder? Ach so, einfach nur ein Vogelbad. Na dann. Aber ein stilvolles. Wenn sogar die Vögel hier schon ein marmornes Vogelbad kriegen, na Mensch. Henry Vesper, ein Verwandter des Besitzers. Woher weißt du das denn jetzt? Vielleicht ist er auch der Besitzer. Der Eimer wurde schon lange nicht mehr benutzt. Okay, das hinten können wir nicht untersuchen. Mal sehen, ob hier in der Ecke vielleicht noch was ist. Nee. Aber wir können zumindest hinter dem Grab lang gehen, aber da ist halt auch nur Dunkelheit. Das bringt uns nicht weiter. Halt, warte mal. Was ist denn das hier? Ist hier noch irgendwas, das wir untersuchen können? Hier scheint ja auf jeden Fall noch irgendwas zu sein, das uns die Sicht verdeckt. Aber er hat nichts dazu zu sagen, okay. Also in dem Spiel wird es auch darum gehen, die Umgebung zu erkunden und quasi durch die Dunkelheit zu sehen. Denn es
ist nicht immer alles zu sehen, was existent ist. Manchmal muss man vielleicht auch die Perspektive ein bisschen verschieben. Ein metallenes Glitzern im Dunkeln erregte meine Aufmerksamkeit. Oh, ich ahne, worauf das hinausläuft. Wir müssen das Dunkel wegkriegen, das zufälligerweise genau von dieser Statue geworfen wird, ne? Die Statue starrte mich mit weißen Augen feindselig an. Ich konnte nicht anders. Ich musste an den abgebrochenen Arm der Statue denken. Jemand hatte ihn offensichtlich erst vor kurzem fortgeschafft. Aber aus irgendeinem Grund hielt ich es für eine Art Schändung. Okay. Dann werden wir mal den Arm holen und ihn da dran befestigen. Wieder irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber diese Statue wurde kürzlich bewegt. Ah, das wird ein Mechanismus sein. Sobald der Arm wieder dran ist, wird die sich zur Seite bewegen. Kann das sein? Das klingt auch so typisch Resident Evil mäßig, finde ich. William Vesper. Kein Datum auf dem Grab. Merkwürdig auch, dass wir das Grab direkt wirklich mit der Schrift zu sehen bekommen. Das war bei den anderen Grabsteinen nicht so, ne? Margaret Vesper. Ach ja, die hatten wir schon. Gut, wo geht's denn hier? Ich glaube, in die Richtung müssen wir ungefähr, ne? Wenn wir vom Friedhof weg wollen. Unser Protagonist ist halt leider gerade verletzt und dementsprechend noch etwas langsam zu Fuß, aber ich hoffe, das wird sich noch ändern. Wäre sonst ein bisschen unpraktisch. So, lag hier der Arm? Hier. Der Arm stammte von einer Marmorfigur. Können wir den vielleicht einsacken? Magst du ihn nicht nehmen? Okay, dann machen wir das vielleicht später. Ich schaue mir erstmal das Haus an. Offenbar will er ja momentan noch nicht den Arm nehmen und da anbringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach offen. Wer weiß? Hier war vor kurzem jemand. Brief von Martha Kenton an William Vesper. Unter normalen Umständen hätte ich niemals versucht, sie zu kontaktieren. Ich bin eine ehrliche Frau. Ich habe meinen Mann seit dem ersten Tag unserer Ehe unterstützt, aus der zwei wunderschöne Kinder hervorgegangen sind. Ich habe ihnen die beste Erziehung zukommen lassen, die ich nur konnte. Aber heute kann ich es mir nicht mehr leisten, sie ordentlich großzuziehen. Wir sind ruiniert. Der Arbeitgeber meines Mannes ist pleite. Er reist von Stadt zu Stadt auf der Suche nach Arbeit, während ich jeden Tag um Nahrung bettele. Mein 4 Jahre alter Sohn hat einen schlimmen Husten, der sich täglich verschlechtert. Und ich sorge mich um sein Leben. Heute sehen wir schon Kinder auf den Straßen leben. Ist das noch Amerika? Daher bitte ich Sie, da Sie reich sind, um ein paar Dollar. Wir könnten für Sie arbeiten. Wir leben in einer Hütte unter dem Werbeschild von Best Oil am Anfang des Slums neben dem Graham-Schlachthof. Bitte melden Sie sich. Martha Kenton. Ja, die Zeit war hart damals. Er hat es ja gesagt am Anfang, die Great Depression, die ja schon ein Stück eher war. Also die Hyperinflation war ja, wenn ich mich nicht irre, 28 oder 29. Wir sind also schon ein paar Jahre danach. 38 ist ja schon kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Aber die Nachwirkungen sind natürlich immer noch zu spüren. Alte und modrige Bretter, die von der Front des Hauses abgefallen waren. Okay, die kennen wir ja schon. Ich konnte nichts sehen. Durch das Fenster sah man auf ein Grab. Okay, was steht hier eigentlich? Steht hier ein Weinglas rum? Im Glas befand sich immer noch eine goldene Flüssigkeit. Das Glas war noch feucht und vom Stuhl aus hatte man den Garten im Blick. Jemand war erst vor kurzem dort gewesen. Wenn dieser jemand zurückkehren würde, wäre meine Wunde die einzige akzeptable Begründung für mich, dort einzubrechen. Aber du bist verwundet, also hast du einen Grund. Lass mal reinschauen. Der Besitzer war außer Haus. Der Schlüssel hätte also irgendwo in der Nähe sein können. Okay. No one around. I was all alone, with my pain growing and some nausea starting up. Don't stop.
Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. The girl must have made it out alive. I had to make it out alive too. Das Mädchen wird bloß wahrscheinlicherweise ein Geist gewesen sein, deswegen kannst du dich da nicht groß drauf verlassen. Und ich denke, jetzt müssen wir wahrscheinlich den glitzernden Gegenstand von am Grabstein uns holen, denn das wird sicherlich der Schlüssel sein, nehme ich an. Niemand reagierte auf meine Rufe. Entweder versteckte sich jemand dort drin, oder das Haus war leer. In beiden Fällen wäre es keine große Hilfe für mich gewesen. Ich brauchte einen Schlüssel. Okay, können wir jetzt vielleicht den Arm nehmen? Der Arm stammte von einer Marmorfigur, aber es war kein Schlüssel in Sicht. Er will ihn aber immer noch nicht nehmen, ne? Ja, ich weiß, dass der Arm von der Marmorfigur ist. Du sollst ihn nehmen und dort anbringen. Lass nochmal zu der Figur rübergehen. Vielleicht können wir jetzt dort noch irgendwas machen, was wir vorher nicht konnten. Ich glaube, er ist noch ein bisschen begriffsstutzig gerade. Obwohl er selbst gesagt hat, es kommt ihm wie eine Schändung vor, dass der Arm nicht mehr dran ist. Also wäre doch eigentlich der erste Impuls, ihn wieder anzubringen, oder? Ah. Okay, dann schieben wir sie halt doch einfach zur Seite. Warum nicht? Und jetzt sehen wir das interessante Spiel von Licht und Schatten. Nun können wir den Schlüssel sehen, der vorher noch nicht da war. Eigenartig, aber der Tod hielt vermutlich Einbrecher ab. I had the feeling I was about to desecrate a sanctuary. To open the door to a world I didn't belong to. But whoever lived in there, they would understand. I needed help. Anyone would understand that. Ob die Toten es auch verstehen? Denn ich vermute, das werden wohl die Besitzer dieses Hauses sein. Na gut, schauen wir mal. Hängt da oben eine Glocke rum, eine Türglocke oder sowas? Wer weiß. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Aufs Klopfen hat ja auch niemand reagiert. Warum also die Glocke benutzen? Getting somewhere safe. That's all that mattered. As the doors opened, the mansion seemed to react to my presence. There was a smell, like a cornered animal. The smell of fear. And yet, I entered the place. Because I had no choice. I was praying to find a phone, or some help. I didn't even bother wondering what happened to prayers when they reached the wrong door. Ende von Kapitel 1 und ich glaube, du wirst weder das eine noch das andere finden.